Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, und zwar heute zu einer Rezension. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja, ihr Lieben, heute geht es um Kreativität von Melanie Rabe aus dem BTB Verlag in diesem Format für ungefähr 20 Euro. Das Buch hat insgesamt 345 Seiten und hat eine Aufteilung von 7 Kapiteln, in denen es alles in allem um Kreativität geht. Unsere Kreativität, wie wir kreativ sein können, was wir mit dieser Kreativität anfangen können, wie wir sie am besten organisieren, damit sie auch umso effektiver ist, wie wir das Ganze vielleicht auch irgendwann mal in Berufssicht einfach umsetzen können, was uns in unserer Kreativität hemmen kann und so weiter. Das sind so quasi die einzelnen Unterkapitel, die es in diesem Buch gibt. Und ich muss sagen, alles in allem war ich total begeistert von diesem ganz, ganz tollen Buch. Melanie Rabe, die Autorin, ist ja eigentlich bekannt für ihre Thriller-Bücher. Ich habe da tatsächlich noch kein einziges von gelesen, habe aber schon von sehr, sehr vielen Menschen gehört, dass ihre Bücher richtig toll sein sollen, dass sie richtig, richtig toll schreibt. Und ich kann das mit diesem Buch hier tatsächlich auch nur bestätigen. Sie ist mir unheimlich sympathisch geworden durch dieses Buch. Sie schreibt sehr persönlich, natürlich auch immer mit Beispielen aus ihrem Leben. Und das hat mir das Ganze umso nahbarer gemacht. Ich finde, sie ist eine ganz, ganz tolle Person. Und ich konnte mich sehr gut mit ihr identifizieren, was viele Situationen anging. In diesem Buch legt sie uns nahe, dass jeder Mensch kreativ sein kann. Und ich glaube, ich bin ein sehr unkreativer Mensch, fand das natürlich erstmal eine sehr spannende Ausgangsthese. Und umso mehr ich in das Buch reingelesen habe, habe ich wirklich das Gefühl, dass Kreativität gar nichts ist, was einfach mal so passiert, sondern dass man da viel für tun kann, um kreativ zu werden. Und das fand ich total spannend, sehr inspirierend. Ich habe es gefeiert. Und wie ihr seht, habe ich mir auch sehr, sehr viele Post-its in das Buch reingemacht, wo einfach Tipps und Tricks drin sind und Listen, die man selbst erstellen kann, um kreativer zu werden und um seine Kreativität zu fördern. Ich muss sagen, wie gesagt, als gedachter, unkreativer Mensch ist es erstmal so eine Sache, von jemandem gesagt zu bekommen, okay, jeder Mensch ist kreativ und jeder Mensch kann lernen, kreativ zu sein. Man ist immer so, okay, gerade wenn ich jetzt auf Videoideen Suche bin, ne? Dann stehe ich hier immer und mir fällt nichts ein, mir fallen nur Sachen ein, die ich schon 10 Mal gemacht habe. Ich habe tatsächlich sogar, Leute, Fun Fact am Rande, mal ein Video gedreht, wo ich danach gemerkt habe, ich habe das gerade am Anfang meiner YouTube-Zeit schon mal gedreht und habe tatsächlich sogar dieselben Bücher dazu rausgesucht. Also das war so ein echt so ein Erlebnis, wo ich da so saß, so, really? Are you serious? Also ich war da doch schon sehr geschockt und habe da dann auch mal wieder gemerkt, okay, meine Videoideen sind immer dieselben. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich sonderlich kreativ bin, was meinen Kanal angeht. Ich muss auch immer wieder fragen, was ihr gerne sehen wollt, einfach um mir sicher zu sein, dass das hier nicht kompletter Müll ist, den ich hier fabriziere. Und halte mich immer so an die 0815 Videos, die halt immer so gemacht werden, wie halt Neuzugänge-Videos und Lesemonate, und habe nicht das Gefühl, dass ich da außenrum sonderlich viel Kreatives noch zustande bringe. Und wenn man jetzt ein Buch in den Händen hält, wo eine sehr, sehr bekannte Autorin, auch Bestseller-Autorin, einem einfach vermitteln will, dass man auch kreativ sein kann und dass man das lernen kann, da ist man natürlich erstmal sehr, sehr skeptisch. Deswegen habe ich das Buch auch angefragt bei Bloggerportal und war super happy, dass ich es bekommen habe vom Verlag. Und ich muss sagen, ich bin so inspiriert worden, Leute. Ich habe mir so viele Anmerkungen gemacht, ich habe so viele Dinge angemarkert, wo ich einfach versuchen möchte, das umzusetzen. Und es gibt ganz, ganz viele Dinge, die ich irgendwie mal versuchen will. Es geht hier ja gar nicht nur darum, in einem Hobby irgendwie kreativer zu werden, obwohl ich natürlich auch versuchen möchte, das in YouTube irgendwie umzusetzen. Es geht aber auch darum, dass es einfach Dinge gibt, die man vielleicht immer schon mal machen wollte, die man aber nie gestartet hat. Große Projekte wie jetzt zum Beispiel mal ein Buch schreiben oder so. Ich nehme mir schon meine Lebzeiten vor, vielleicht irgendwann mal ein Buch zu schreiben. Einfach mal in dieser Hinsicht kreativ zu werden und mir freien Lauf zu lassen und einfach mal loszuschreiben. Ich habe das auch schon öfter mal versucht und habe das immer nach einem Monat wieder sein gelassen. Ich habe noch nie irgendwie versucht, das Ganze zu konkretisieren und zu sagen, ich mache das jetzt mal fest und ich versuche das mal. Und hier sind so, so viele Tipps drin, wie man das Ganze vielleicht doch umsetzen kann, wie man sich wirklich einen Plan macht, wie man da Routine reinbringt, wie man sich aber auch mal dazu bringen muss, wie schwierig das natürlich auch ist, wenn die Motivation fehlt. Aber es muss auch funktionieren, ohne dass man Motivation hat. Man muss sich irgendwie trotzdem dazu bringen, dran zu bleiben. Und ich fand das
So toll. Also für alle die, die vielleicht gerade ein größeres Projekt starten wollen und sich einfach vielleicht nicht trauen, weil sie Angst haben oder weil sie das Gefühl haben, das klappt sowieso nicht. Auch darauf wird hier natürlich eingegangen, eben die Dinge, die uns daran hemmen, kreativ zu werden. Für alle die ist das das perfekte Buch, um einfach vielleicht diese Angst zu überwinden und zu sagen, ich versuche das jetzt, ich habe hier Tipps, ich habe hier auch mehrere kleine alltägliche Fragen, die die Autorin in den Raum wirft, die man sich selbst beantworten kann, Listen, die man für sich selbst erstellen kann. Und ich habe das gefeiert, Leute. Ich finde es ein absolut tolles Buch. Es inspiriert eigentlich jeden, auch wenn man das gar nicht auf ein bestimmtes Hobby beziehen kann. Ich muss sagen, ganz kleine Kritik am Rande dazu ist natürlich, dass die Autorin sich auf ihr Hobby bezieht. Also sie bezieht sich aufs Schreiben. Das heißt, sehr, sehr viele Tipps sind in der Richtung des Buchschreibens. Was ich natürlich ganz cool fand, weil ich sowieso schon immer mal in dieser Richtung gerne meine Erfahrung erweitern würde und vielleicht damit mal anfangen würde. Dementsprechend, sie bezieht sich natürlich auf ihr Hobby und vielleicht ist das dann für manche, die vielleicht, was weiß ich, eine Musikkarriere starten wollen oder vielleicht was ganz anderes machen wollen, in vielerlei Hinsicht nicht ganz so. Ja, wie soll ich das sagen? Die können vielleicht mit den Beispielen nicht immer was anfangen, weil das eben sehr in die Romanschreiberichtung geht, sag ich jetzt mal. Trotzdem finde ich diese ganzen Tipps außenrum, auch diese Listen, die man sich machen kann und die Dinge, die einen hemmen, das fand ich so transparent und auch total authentisch. Also ich habe mich da wirklich so krass wiedergefunden in einigen der Situationen, die sie hier beschrieben hat. Ich kann es nur empfehlen. Lest dieses Buch, gerade wenn es halt wirklich darum geht, jetzt mal ein größeres Projekt zu starten. Dass man vielleicht sagt, okay, ich möchte jetzt irgendwie mal ein Drehbuch schreiben oder ich möchte mal eine Choreografie machen oder ich möchte gerne Sängerin werden und so weiter. Dieses Buch hilft euch wirklich, eurer Kreativität freien Lauf zu lassen. Auch einfach dran zu bleiben, auch wenn ihr gerade das Gefühl habt, das ist alles Müll, was ich gerade mache. Auch das ist eine Sache, die man für sich nutzen kann. Und ich feiere das, Leute. Also für mich ist das ein absolutes Highlight, was ich jetzt zum Start des neuen Jahres gelesen habe. Ich würde es jedem empfehlen, der halt eben einfach versuchen möchte, kreativer zu sein. Und das muss ja auch noch nicht mal etwas sein, was euch später in Berufsrichtungen irgendwie leiten soll. Es geht einfach darum, in seinen Hobbys kreativer zu sein, vielleicht auch einfach im Alltag kreativer zu sein und so seinen Alltag einfach bunter und schöner zu gestalten. Und das macht so viel Spaß. Ich finde es super. Ich liebe diese Ideen und Tipps und Tricks, die hier drin sind, die man für sich selbst umsetzen kann. Und mir hat es viel gebracht. Ich konnte mich da an einigen Stellen inspirieren lassen und habe mir so einiges angemarkert, wie ihr halt sehen könnt. Ich habe nur eine andere Post-it-Farbe benutzt hier hinten. Und zwar ist das die zu dem Kapitel, wie kann ich mein Hobby zum Beruf machen? Oder wie kann ich meine Kreativität insofern nutzen, dass ich das vielleicht in Berufsform machen könnte, wenn ich es denn will? Das ist ein Kapitel, das ich für mich, muss ich ehrlicherweise gestehen, erstmal rausgelassen habe, weil soweit bin ich mit keinem meiner Hobbys. Weder mit YouTube noch mit meiner Gesangskarriere. Ich habe ja mal Gesangsunterricht genommen, aber habe das dann irgendwann wieder abgebrochen, weil es doch sehr teuer war. Weder mit dem Romanschreiben oder sonstigem. Ich kann nichts davon zum Beruf machen, noch nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwann mal der Fall sein wird. Deswegen habe ich dieses Kapitel tatsächlich für mich erstmal übersprungen, weil das für mich noch keine Relevanz hat. Aber vielleicht gibt es ganz viele da draußen, die vielleicht sagen, ja, ich möchte diesen Sprung ins kalte Wasser jetzt wagen und möchte mein Hobby zum Beruf machen. Für die ist dieses Kapitel dann natürlich auch richtig gut geeignet, um einfach da eben zu sagen, okay, ich nehme jetzt die Zeit, lese mir das durch und versuche das umzusetzen in irgendeiner Form. Bei mir, ich bin mit keinem meiner Hobbys an dieser Stelle, dass ich sage, ich könnte das versuchen. Ich brauche auf jeden Fall meinen Hauptberuf nebenher. Keine Ahnung, ob das irgendwann mal der Fall sein wird. Sollte das irgendwann mal der Fall sein, ist der orangene Post-it hier hinten auf jeden Fall drin. Und dann kann ich immer auf dieses Buch zurückgreifen und sagen, okay, jetzt starte ich diesen Schritt und jetzt versuche ich das Ganze mal. Aber da bin ich natürlich noch lange nicht und dementsprechend war das Kapitel für mich jetzt erstmal nichts. Aber das ist ein Kapitel von 7 Stück. Dementsprechend, Leute, schnappt euch das Buch, packt es euch zur Hand, lest es und lasst euch inspirieren von Melanie Rabe, die ja unfassbar viel Erfahrung halt auch mit dem Thema hat und sich wirklich auch mit sehr, sehr vielen Sachbüchern in dieser Richtung auseinandergesetzt hat. Also sie hat da wahnsinnig viel Erfahrung, hat sehr, sehr viel gelesen, bringt das auch alles mit hier rein und ja, was soll ich noch weiter dazu sagen? Es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Lest es, es ist ein tolles Thema, es inspiriert einen, es bringt einen dazu, wirklich zu versuchen, die Kreativität fließen zu lassen und anzuzügeln. Und ja, loved it, absolute Empfehlung.
Und das war es auch schon mit dem Video. Ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß. Falls ihr das Buch auch gelesen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vor allem natürlich, ob es euch schon was gebracht hat, ob ihr es irgendwie umsetzen konntet und wie ihr es fandet. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!